Golf 7, 2 Liter TDI GTD, KFZ Bros am Start. Heute geht es mal wieder um den TDI Motor EA288. Der Kunde beanstandet Kühlmittelverlust. Der ganze Behälter hier ist leer. So, bei den Motoren gibt es einige Krankheiten, was den Kühlmittelverlust angeht. Von Wasserpumpe bis einmal unter der Abdeckung der wassergekühlte Ladeluftkühler. Oder der AGR-Kühler, gegebenenfalls sogar Zylinderkopf oder Zylinderkopfdichtung. Wir fangen heute an dem Golf 7 den AGR-Kühler zu ersetzen. Das gute Bauteil habe ich einmal hinten hier auf der Werkzeugbank liegen. Das sieht dann einmal so aus. Mit der Regelklappe bereits auch mit dabei. Eine nicht sehr schöne Arbeit an dem Fahrzeug, aber dennoch gibt es darüber einfach kein Video. Und die Nachfrage ist sehr hoch, wenn man diesen AGR-Kühler ersetzt. Somit sind wir die Ersten und legen auch sofort los. Wir fangen das Ganze von oben an freizubauen. Sprich, wir werden einmal den Luftfilterkasten entfernen. Ist wie bei allen TDI-Motoren in der Regel nur mit einer Schraube hier fest. Unterdruckschlauch ab, der Luftmaßmesser abstecken. Einmal die Schlauchklammer hier entfernen. Das Ansaugelement hier vorne wird auch entfernt und einmal den Batterie bzw. die Batterie und den Batterieträger, damit man einfach genug Platz hat, in dem Bereich zu arbeiten. Hinten dran haben wir noch einen Ladedruckschlauch, den entfernen wir auch. So, einige Anbauteile sind schon ab. Wie gesagt, Luftfilterkasten, Batterie, Batterieträger, schon mal das Ansaugrohr oder Turbo Inlet genannt, auch zum Turbolader ist ab. So sieht das Ganze aus. Alles bereits weggebaut. Das große Ladedruckrohr hier haben wir auch direkt von der Drosselklappe oder Saugrohrklappe abgeschraubt. Einmal hier die Halterung und hier am Turbo selber, am Turboladerausgang, haben wir auch dann noch zwei Schrauben zu lösen. Imbusschrauben sind das. Und dann sieht man das Ganze hier, können wir schon das Ganze etwas näher. Das ist dann unser AGR-Kühler da hinten in der Ecke. Und da sieht man auch diesen Schlauch da, diesen Art Ladedruckschlauch. Den werden wir auch entfernen müssen. Sprich, einmal die untere Schelle lösen, einmal die obere Schelle lösen, da in der Ecke. Und der Schlauch muss auch runter. Und der sitzt aber sehr gerne fest, beziehungsweise festgebrannt. Kann also schwierig runtergehen. Und dann geht es auch weiter. So, der AGR-Kühler ist jetzt hier mit zwei Schrauben befestigt. Hier haben wir so eine Halterung. Ne, da geht eine Vierzahnschraube durch und hier geht eine Vierzahnschraube durch. Das ist dann einmal die Regelklappe. Das ist da, wo dieser Schlauch drauf ist, dieser gebogene, harte Schlauch, also sehr stracker Schlauch. Die Schrauben, zeige ich euch gerade im eingebauten Zustand, sitzen ja, da in der Ecke. Das sind diese beiden Vierzahnschrauben. Kommt mal etwas bescheiden dran, ist aber machbar zu lösen. Und weiter hinterhalb haben wir dann die Schelle, die werden wir wahrscheinlich aber von unten lösen, damit man einfach besser drankommt. So, den Schlauch hier ziehen wir dann einmal ab. Manchmal gehen die gut ab, manchmal nicht. So, das ist dann einmal der Schlauch. Wie gesagt, am besten vielleicht etwas anheben und Schmiermittel einführen, dann geht er vielleicht ein bisschen besser ab. So, die Halterung vom AGR-Kühler haben wir auch gelöst. Wir lösen jetzt als nächstes einmal die Kühlmittelleitung. Die ist an drei Punkten erstmal befestigt. Einmal da in der Mitte und einmal unten in der Ecke. Denn wir müssen das Ganze hier etwas bewegen können, da wir hier seitlich den AGR-Kühler rausheben müssen. So, von unten lösen wir dann einmal das Hitzeschutzblech von der Antriebswelle. Das stört, das muss weg. Und dann haben wir noch eine weitere Kühlmittelleitung zu lösen. Das ist die Kühlmittelleitung hier, die da oberhalb auch verläuft. Ne, hier, die müsst ihr auch einmal jeweils hier lösen. Und einmal, die verläuft hier hinten dran an dieser Pumpe, ist die hier auch noch befestigt. Die Schraube auch lösen. Also sprich, die Leitung hier muss komplett flexibel sein, damit man das Ganze hier etwas wegbewegen kann von unserem AGR-Kühler. AGR-Kühler haben wir noch jeweils zwei Wasserschläuche, einmal der Zulauf und einmal der Rücklauf. Jeweils werden wir dann einmal den Wasserschlauch hier trennen müssen. Achtung, Kühlflüssigkeit läuft aus, also auf jeden Fall auffangen. Und der andere befindet sich etwas oberhalb. Ich komme nicht so hin. Ja, genau da oben, da ist der Kollege. Das ist der hier ganz da oben.
Ja, den werden wir halt auch noch einmal lösen müssen, abziehen. Und da sollte in der Regel dann soweit alles schon fast bereit sein, dass wir dann einmal den AGR-Kühler da ausbauen. Den Stecker hier von der Regelklappe werden wir dann auch noch aushängen müssen. Geht ja, konnte ich im eingebauten Zustand nicht wirklich filmen, da das hier sehr eng da oben ist, wenn vier Hände da arbeiten müssen. Auf jeden Fall müsst ihr den Stecker auch noch abstecken. Ja, etwas, ja, dementsprechend sehr zugebaut der Stecker. Beide Wasserschläuche haben wir jetzt vom AGR-Kühler gelöst. Das Ganze haben wir jetzt hier mit einer Auffangwanne untergestellt und aufgefangen. Das lassen wir jetzt etwas ablaufen. Am besten hier solche Schläuche mit so Klemmzangen verschließen. Dann verliert man nicht so viel Kühlmittel, beziehungsweise läuft da nicht unendlich viel Kühlmittel aus. Und jetzt lösen wir noch einmal die, ja, einmal die Schelle. Wo habe ich die da? Das ist die hier. Auch mit einem Torx, 30er Torx. Einmal lösen und natürlich nicht vergessen, die Dichtung zu ersetzen, die hier so drauf kommt. Bei den alten Kühler konnte man in der Regel noch die beiden Schläuche hier sehr gut überbrücken. Sprich, man hat dann die beiden Kühlwasserschläuche am alten AGR-Kühler abgesteckt und hat die miteinander überbrückt. Ne, 16er Nuss dazwischen gemacht, Schellen drauf und dann hat man den AGR-Kühler überbrückt und konnte dann feststellen, ob das Kühlmittel dann weiterhin verbraucht wird. Aber bei den Motoren sind die Schläuche so kurz gehalten und auch so gebogen oder gedreht, dass man halt da kaum was reinbekommt. Ja. AGR-Kühler haben wir jetzt soweit gelöst, hinten die Schelle, ne? Wie man sehen kann, ist er komplett locker. Und das Ganze hier, wenn wir jetzt einmal nach unten ausbauen, wird etwas fummelig sein, aber möglich. Kurzer Tipp zu der Schelle, die müsst ihr einmal dann losschrauben, zusammendrücken, Bild mal scharf machen, genau, zusammen, wenn die losgeschraubt ist, zusammendrücken und dann einmal die Schraube nach oben werfen. Und dann öffnet, dann sprengt sich die Schelle auf und dann ist das Ganze auch locker. So, die beiden Schellen hier entfernen wir noch von diesem T-Verbinder hier. Da wenn wir hier mit dem AGR-Kühler vorbeikommen, man hat keine Chance hier einfach so vorbeizukommen. Und dazu müssen wir wirklich diese beiden Schellen lösen, Schläuche abziehen. Und dann kommt der Kollege auch raus, irgendwie rausgefummelt. So. Den AGR-Kühler holen wir dann hier jeweils am Auspuff vorbei. Dazu müssen wir noch jeweils hier die beiden Schrauben lösen, da der Auspuff etwas im Weg ist. Aber es reicht vollkommen, dann, wenn man das die ganze zur Seite drückt, dass man dann den AGR-Kühler da ausbaut. Ja, das ist dann einmal, ja, das miese Bauteil. Das miese, kleine, teure Bauteil. Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. Ich glaube, ich brauche da jetzt nichts großartig zu zeigen. Blende euch noch gleich die Drehmomentwerte jeweils für die beiden Schrauben hier ein. Und dann gucken wir mal gleich, ob wir hier den AGR-Kühler überprüfen können und feststellen, ob er wirklich undicht ist. So, dann filme ich einmal das Partikelfiltergehäuse noch von innen. Fahre ich mal ganz weit rein. So sieht das dann von innen aus. Kann man nicht wirklich feststellen, da sieht man halt dass die Waben da. So, den alten AGR-Kühler haben wir jetzt hier voll mit Wasser gehabt. Dann setzt man halt hier einen Finger rein, der andere mit der Druckluftpistole hier rein, zuhalten und Druckluft drauf geben. Und dann sollte es in der Regel hier blubbern. In dem Fall hat er jetzt hier nicht geblubbert. Kann aber auch daran liegen, wenn man einen feinen Haarriss hat im AGR-Kühler, der sich wirklich nur bei 600, 700 Grad Temperatur dehnt und dann erst anfängt, Wasser zu verbrennen, ja, lässt sich dann halt so im kalten Zustand gegebenenfalls nicht feststellen. Bleibt nichts anderes übrig, als einfach jetzt den AGR-Kühler zu tauschen und zu hoffen, dass es wirklich mit dem Wasserverlust erledigt ist. Ansonsten bleibt nichts anderes übrig, dass wir gegebenenfalls halt noch den AGR-Kühler, beziehungsweise ach, den AGR-Kühler, den Ladeluftkühler oben als nächstes tauschen. Und wenn es dann immer noch nicht das Problem ist, dann wird es eine kostspielige Sache, sprich Richtung Zylinderkopf, Zylinderkopfdichtung, gegebenenfalls ja, Haares im Zylinderkopf. Das wäre natürlich das absolute No-Go.
AGR-Kühler ist verbaut. Als letzter Schritt müsst ihr natürlich einmal das Kühlsystem mit lüften. Denken dran, G12 Evo einzufüllen, nicht mehr das normale Kühlmittel, sonst kann es Probleme mit dem Wärmetauscher kommen oder führen, dass er verstopft. Das Ganze wird in der Regel bei Volkswagen mit zwei Methoden entlüftet, einmal mit Unterdruck und sowohl als auch mit Tester. Das Ganze hier werden wir jetzt nur mit dem Tester entlüften. Das separate Video blende ich hier euch oben ein. In dem müsst ihr einfach nur drauf gehen, dann zeige ich euch, wie man Schritt für Schritt mit dem Tester einmal den Niederdruck und den Niederdruckkreislauf, den großen Kreislauf einmal entlüftet mit dem Tester. Dauert einige Minuten. Und dann ist das Problem auch dann, was heißt Problem? Dann ist die Aktion auch durch und das Fahrzeug ist dann einmal. Sollten noch weitere Fragen vorhanden sein, könnt ihr gerne einen Videokommentar hinterlassen. Folgt uns auf Instagram, Facebook. Und als Unterstützung Abo dalassen, damit solche Videos weiterhin folgen. Wir sehen uns dann ein nächstes Mal. Eure Kfz Bros. Fertig.